Arachnophobie, die Angst vor Spinnen, darf man bei diesem neuen Titel Spider, die Geheimnisse von Bruce Manor, nicht mitbringen. Der Titel dreht sich um eine kleine Spinne, die ihr mit eurem Finger steuert. Ihr zeigt dorthin, wo sie laufen soll. Ihr könnt mit so einem kleinen Wisch sie durch die Level springen lassen. Das macht unglaublich viel Spaß. Ihr habt eine begrenzte Anzahl an, ja, Netzseide zur Verfügung, mit dem ihr kleine Lebewesen einfangen könnt. Manchmal müssen die auch durch Sprünge ergattert werden, erbeutet werden. Grundsätzlich gilt es darum zu überleben, natürlich den Levelausgang zu erreichen. Ihr befindet euch in so einem alten, altertümlichen Haus. Die Familie hat das Haus verlassen. Man weiß noch nicht genau warum. Sehr simple, aber niedliche Geschichte. Tolles Gameplay, also wirklich begeisternswert. Toller Grafikstil, das sind so 28 Level in so handgemaltem Aquarell. Ein Team saß da 8 Monate dran. Es ist wirklich wert, sich dieses Spiel anzugucken. Es macht unglaublich viel Spaß, ist toll auf die iPhone-Steuerung abgestimmt und seine 2 Euro wert.